Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder eine Reihenvorstellung für euch. Ich habe die zweite Reihe dieses Jahr beendet. Ich bin so happy und ich bin so glücklich, dass diese Reihe jetzt vorbei ist. Und ich bin auch sehr traurig, dass diese Reihe jetzt vorbei ist, denn ich habe diese Reihe absolut gerne gelesen. Und ich habe diese Reihe sehr geliebt und ich liebe sie auch immer noch. Und ich finde es immer noch sehr, sehr schade, dass diese Reihe einfach irgendwie total untergegangen ist, meiner Meinung nach, zwischen all diesen ganzen High-Fantasy-Büchern, die es da so gibt. Und ich finde es auch sehr, sehr schlimm, dass diese Reihe teilweise mit Das Reich der Sieben Höfe verglichen wurde. Aber ich glaube, das habe ich schon 150 Mal gesagt, dass ich das ganz, ganz schlimm finde. Denn diese beiden Bücher haben absolut nichts miteinander gemeinsam, außer dass es halt beides High-Fantasy-Geschichten sind und in einer Mittelalterwelt spielen. Und ich finde es dann halt immer sehr, sehr schade, wenn diese Bücher miteinander verglichen werden, weil sie vom Grundaufbau und allen her komplett anders sind. Und ja, ich finde, diese Reihe, wie gesagt, ist viel zu wenig besprochen worden. Ich finde, diese Reihe ist leider sehr, sehr untergegangen und ich finde sie so gut, Leute. Ich finde sie so unglaublich gut. Und wenn ihr gerne High-Fantasy-Geschichten lest, dann solltet ihr euch dieses Video jetzt auf jeden Fall angucken. Um welche Reihe geht es denn eigentlich? Und zwar geht es um Die Legende der vier Königreiche von Amy Tintera. Und diese Reihe ist schon vor einiger Zeit erschienen. Also der erste Band ist jetzt, glaube ich, schon anderthalb, zwei Jahre her, dass der rausgekommen ist. Und ja, der dritte Teil hier ist jetzt vor kurzem erschienen. Und ich habe die Bücher alle netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Und ich danke, danke dem HarperCollins Verlag, dass ich alle drei Bücher von euch bekommen habe. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Ich freue mich immer noch über jedes Rezensionsexemplar, was ich zugeschickt bekomme. Und ja, Dankeschön an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal an den Verlag. Da das hier ja eine Reihenvorstellung ist, würde ich sagen, machen wir das wie immer. Ich erzähle euch erstmal grob was zur Geschichte vom ersten Teil und wie mir die Reihe so im Großen und Ganzen gefallen hat. Und dann würde ich nochmal einen Spoiler-Teil machen, wo ich dann nochmal auf den zweiten und dritten Band auch ein bisschen mit eingehen kann, damit ihr nicht unwillentlich gespoilert werdet. Es sei denn, ihr möchtet das natürlich, dann könnt ihr da natürlich dranbleiben. Und ja, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass ich euch erzähle, worum es in dieser Reihe eigentlich geht. Die Legende der vier Königreiche ungekrönt ist der erste Teil dieser Trilogie und in diesem Buch lernen wir Emelina kennen. Emelina wird im Laufe der Geschichte von allen aber nur M genannt und ja, wir lernen Emelina in einer sehr, sehr auswegslosen Situation kennen. Und zwar ist Emelina die Prinzessin vom Land Ruina. Und in diesem Buch geht es um vier Königreiche, die miteinander im Krieg stehen. Und das Königreich Lera hat das Königreich Ruina angegriffen und hat fast die komplette Bevölkerung niedergemetzelt und getötet und auch die Königin getötet und den König getötet. Und Emelina, wie gesagt, ist die Prinzessin des Landes und hat eine kleine Schwester, diese heißt Olivia. Und Olivia wurde von Lera verschleppt. Und Emelina in ihrer Verzweiflung versucht nun alles, um Olivia aus den Machenschaften des Königs von Lera zu befreien und hat einen Plan. Und zwar möchte sich Emelina als Prinzessin von Valos ausgeben, denn die Prinzessin von Valos soll den Prinzen von Lera heiraten. Und die beiden haben sich bis jetzt auch noch nie gesehen, was Emelinas großer, großer Vorteil ist. Und ja, so überfällt Emelina die Kutsche der Prinzessin von Valos, murkst diese ab und nimmt ihren Platz ein. Und so schafft Emelina es schlussendlich in den Palast einzudringen und gibt sich dann, wie gesagt, halt als die Prinzessin von Valos aus. Und ja, ihr Plan scheint super gut zu funktionieren, denn sie hat auch noch zwei Freunde, die sie ins Schloss einschleusen kann, die ihr so ein bisschen auch beiseite stehen. Und ja, ihr Plan würde perfekt funktionieren, wenn dort nicht Prinz Casimir wäre. Und Prinz Casimir, ihr zukünftiger Ehemann und der Sohn des Königs, ist so ganz anders, als Emelina sich ihn vorgestellt hat. Casimir, oder auch kurz von allen Cas genannt, hat mit seinem Vater ziemlich große Schwierigkeiten, denn er findet das, was er tut, nicht gut und verabscheut die Taten seines Vaters. Und je mehr Emelina Cas kennenlernt, umso mehr fühlen sich die beiden zueinander hingezogen und am Ende ist die Frage, wird Emelina ihren Plan durchziehen können? Wird sie Rache üben können an der Familie von Cas und wird sie auch an ihm Rache üben? Und was ist eigentlich mit Olivia? Schafft sie es, ihre Schwester aus den Machenschaften des Königs zu befreien und ihr Volk zu rächen? Das ist die Situation, die wir hier im ersten Teil haben. Und wo ich das damals gelesen habe, dachte ich nur so, das klingt nach einer richtig guten Geschichte. Und es ist noch so in dieser Geschichte, dass die Ruina, das Volk von Emelina, ein Volk ist, was besondere Fähigkeiten hat. Diese Fähigkeiten wirken sich wieder auf verschiedene Art und Weise aus. Und ja, Emelina ist eine Unbegabte. Das heißt, sie ist
die einzige, die von ihrem Volk noch übrig ist, die zu den Ruina gehört, aber keine Kräfte hat. Und das stellt sie in den Augen der übrig gebliebenen Ruina auch ziemlich weit herab. Und niemand nimmt sie halt auch wirklich für ernst und akzeptiert sie als zukünftige Königin, die sie ja nun mal ist. Und das ist halt auch noch so ein Punkt, mit dem Emelina sich da rumschlagen muss. Und ich muss sagen, dass ich diese ganze Ausgangssituation und dieses ganze Drum und Dran in dieser Reihe unglaublich gefeiert habe. Ich finde das auch jetzt rückblickend betrachtet immer noch richtig cool, was sie sich da für einen Plan ausgedacht hat, um in das Schloss zu kommen. Und als auf der zweiten Seite gleich ein Mord passierte, habe ich damals gedacht, okay, die Geschichte wird richtig gut. Das ist auf jeden Fall mein Ding. Denn ich muss sagen, solche Geschichten wie die Begabte oder sowas, was auch so in so eine ähnliche Richtung vielleicht auch ein bisschen mit tendiert, die fand ich sehr, sehr langweilig, weil das halt sehr jugendlich war. Das hier ist zwar auch ein Jugendbuch und es ist absolut nichts Schlimmes in diesem Buch drin, aber es ist von seiner ganzen Art und Weise schon ein bisschen derber. Also jetzt nicht extrem derb, dass hier übelst die Leute abgeschlachtet werden, aber es ist vom Ton her schon ein bisschen rauer, sagen wir es so. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also ich fand auch die Stimmung in dieser Reihe unglaublich toll, dass halt alles auch so recht schroff war, wie die auch miteinander umgegangen sind und nicht so alles so Heititai und alle haben sich lieb, sondern da flogen auch mal so richtig verbal die Fetzen und dann wurde sich bekriegt und dann hat man sich auch mal auf die Fresse gehauen und das fand ich einfach ganz, ganz toll in dieser kompletten Reihe, dass halt nicht alles so weich war, sage ich mal, wie man es aus vielen Jugendbüchern halt auch kennt. Und ja, was diese komplette Reihe betrifft, was den Inhalt betrifft und die Handlung. Ich finde den Verlauf dieser Reihe absolut großartig. Ich finde, jeder Teil für sich ist einfach nur toll. In jedem Teil passieren wieder Wendungen, die man nicht unbedingt kommen sieht. Es passieren wieder Dinge, wo man nur denkt, ach du Scheiße. Ich habe ja am Ende vom ersten Teil gedacht, so, was zur Hölle ist hier bitte los? Das ist nicht euer Ernst. Und dann musste ich so lange warten auf den zweiten Teil und das war so meh. Und dann ging es mir beim zweiten Teil auch so, dass ich am Ende dachte, was zur Hölle? Und dann musste ich auf den dritten Teil warten und dachte so, meh. Aber das Ende vom dritten Teil ist supi. Ich bin mit dem Ganzen auch sehr zufrieden. Ich bin zufrieden, wie das Ganze ausgegangen ist, wie die Charaktere sich auch entwickelt haben und das Ganze, also diese komplette Reihe. Ich mag sie einfach sehr. Ich kann sie euch wirklich, was das betrifft, nur empfehlen. Und ja, ich komme aber mal ganz kurz zurück zum Inhalt und zur Handlung. Und diese Geschichte im ersten Buch ist fokussiert auf den Krieg zwischen Lera und Ruina auch. Und die versuchen sich gegenseitig irgendwie alle umzubringen. Und im zweiten Teil ist es dann halt so, dass die Geschichte sich dann weiterentwickelt. Und dann kommt noch ein drittes Königreich dazu. Und dann kommt noch ein viertes Königreich dazu. Und alle bekriegen sich dann irgendwie. Und bei jedem anderen ist eine Intrige dort und eine Intrige dort. Und er hat sich heimlich mit dem zusammengeschlossen. Und der arbeitet heimlich mit dem zusammen. Und das ist ganz, ganz toll, was in dieser Reihe alles passiert. Und ich mag das einfach total. Und ich finde, diese Reihe hat immer wieder überraschende Wendungen drin gehabt, die man jetzt nicht unbedingt kommen sieht. Einige Wendungen natürlich schon. Und ja, ich fand diese Reihe einfach toll. Ich finde, die Bücher lassen sich auch extrem gut lesen. Die sind auch alle nicht sehr dick, die Bücher. Also die sind alle drei, ich glaube, so um die 350 Seiten lang, was ich richtig gut finde. Weil das müssen ja nicht immer alle solche Oschis sein, so wie das Reich der Sieben Höfe so. Und ja, ich mag die Reihe einfach sehr. Ich fand den Verlauf der Geschichte toll, ich fand die Handlung toll, ich fand das Ende toll. Und ja, ich komme als nächstes nochmal zu den Charakteren. Denn ich muss sagen, dass Emelina an dieser Geschichte eine richtig tolle Entwicklung durchmacht. Am Anfang der Geschichte ist sie sehr unsicher und sehr unbeholfen in vielen Dingen auch, weil sie halt auch einfach Angst hat, Dinge falsch zu machen und sich vor ihrem Volk dann wieder zu rechtfertigen, wieso, weshalb, warum sie das dann jetzt gemacht hat. Und diese Unsicherheit verliert sie im Laufe der Geschichte und sie entwickelt sich zu einer sehr selbstbewussten und sehr starken Person, die halt auch für das einsteht, für was sie einstehen möchte und halt auch für das kämpft, was sie möchte. Und das fand ich ganz, ganz toll. Was Cass betrifft, kann ich nur sagen, dass er mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Am Anfang denkt man noch so ein bisschen so, was ist das für ein Schmierlappen? Aber dann tut auch Cass sich im Laufe der Geschichte in eine ganz, ganz tolle Richtung entwickeln. Er ist durchweg durch die Geschichte immer sehr, sehr liebenswürdig. Und er ist eigentlich auch immer der, der versucht, den Streit zu vermeiden und auch den Krieg zu vermeiden. Und Cass ist sehr, sehr naiv in vielen Dingen auch. Das hat mich streckenweise so ein bisschen manchmal so genervt. Aber zum Ende hin hat er sich doch in eine ganz, ganz tolle Richtung entwickelt und das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten, was die Nebencharaktere betrifft, haben die mir auch alle gut gefallen. Es gibt hier viele Charaktere, wo es einige Überraschungen gibt. Und ja, man möchte zu den Nebencharakteren jetzt eigentlich auch nicht sagen, weil ich spoilere euch sonst.
Was den besten Freund von Emelina betrifft, Arin, den fand ich auch ganz, ganz toll. Das ist ein richtig toller Charakter. Und auch Iria, die in dieser Reihe dann später noch mit drin vorkommt, fand ich richtig toll. Ich fand im Großen und Ganzen wirklich alle Charaktere richtig gut. Die haben alle super in ihre Rollen gepasst. Die haben auch alle das glaubwürdig rübergebracht. Auch die Bösen haben das richtig gut rübergebracht. Und man konnte das auch alles so nachvollziehen und verstehen. Man hat sich in irgendeiner Art und Weise schon in jedes Königreich irgendwie so ein bisschen reinversetzen können. Wobei es ja vorrangig um Ruina und Lera geht. Trotzdem hat man die anderen Königreiche irgendwie auch noch mitverstanden, dass die da auch noch irgendwie ihren Senf dazugeben müssen. Und das fand ich halt alles ganz, ganz toll. Also ich kann auch nur sagen, tolle Handlungen, tolle Charaktere. Vom Setting her befinden wir uns hier in einer Mittelalterwelt. Es ist High Fantasy und ich kann nur sagen, dass die Welt mir super gut gefallen hat. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist eine Karte. Ich hätte echt gerne eine Karte hier drin gehabt. Weil ich für mich manchmal so ein bisschen Koordinationsprobleme hatte, welches Königreich an welches Königreich grenzt. Also es sind ja vier Königreiche und hier ist irgendwie Ruina, hier ist Lera, ich glaube hier ist Olso und hier ist Valos. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so hinhaut. Also da wäre eine Karte echt von Vorteil gewesen, was das betrifft. Ansonsten hatte ich keinerlei Probleme, mir irgendwas vorzustellen. Also die Autorin hat diese Welt super gut beschrieben. Baby, was tust du? Was machst du da hinten? Ha? Was ist los? Ist alles gut? Hm? Ich gehe mal von aus, dass alles gut ist. So, kurze Unterbrechung. Also sorry, falls jetzt hier im Hintergrund noch irgendwelche störenden Geräusche sind. Das ist Milo, der sich hier gerade über die Couch schrubbt. Warum auch immer. Ja, also was das Setting betrifft und das Worldbuilding und die Szenenbeschreibung und das Ganze kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Ich fand das alles super toll beschrieben, super toll umgesetzt. Die Autorin hat das auch alles so kurz und knackig gemacht. Also wie gesagt, 350 Seiten und trotzdem habe ich nichts vermisst. Ich muss auch hier echt sagen, dass mir das super gut gefallen hat. Ich denke auch, dass die Übersetzung da eine große Rolle spielt und die hat mir sehr gut gefallen. Also was das Setting betrifft, kann ich mich auch absolut nicht beschweren. Vom Schreibstil her hatte ich ja schon gesagt, dass das ein bisschen derber ist als normale Jugendbücher, wie zum Beispiel Die Begabte. Das fand ich aber richtig gut. Also es ist jetzt nicht extrem schroff oder so, aber es kommen halt immer so ein paar Kraftausdrücke mit drin vor. Jetzt nicht irgendwas Schlimmes, was wir so aus unserer Zeit kennen, sondern halt auch dem Zeitalter angemessen. Aber es ist halt schon alles, wie gesagt, so ein bisschen rauer in diesem Buch. Und halt auch der Umgang miteinander ist ein bisschen rauer. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde das halt schon okay, wenn das alles so immer so heititei und alle haben sich lieb und eine große, schöne Welt ist. Aber ich fand es hier einfach toll, dass das hier eben nicht so ist. Dass das hier vier Königreiche sind, die aufeinandertreffen, die sich auf den Tod alle irgendwie nicht ausstellen können und versuchen, sich da zu bekriegen. Und das hat die Autorin super rübergebracht in ihrem Schreibstil. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein Jugendbuch, es ist ein lockerer, leichter Schreibstil. Also man stolpert hier nicht über irgendwelche Sätze oder Phrasen oder Metaphern oder irgendwas. Also man versteht alles super easy. Und wie gesagt, der Ton ist so ein bisschen rauer in diesem Buch. Und ja, ich fand es einfach nur toll. Was ich zum Abschluss noch sagen möchte, ist, dass die Liebesgeschichte in diesem Buch richtig, richtig toll ist. Es ist eine Liebesgeschichte da, die dominiert aber nicht die eigentliche Geschichte, sondern sie spielt so nebenher und das sehr, sehr glaubwürdig. Und ich finde, die Autorin hat das super umgesetzt, dass ich das auch alles nachvollziehen konnte. Und ja, also was das betrifft, hat es mir auch super gut gefallen. Also fassen wir nochmal zusammen. Tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting, toller Schreibstil. Alles super. Mir hat diese Reihe extrem gut gefallen. Ich liebe diese Bücher alle sehr und ich bin traurig jetzt, wie gesagt, dass die Reihe vorbei ist. Ich bin auch glücklich, dass die Reihe vorbei ist, einfach weil ich dann wieder eine Reihe abgeschlossen habe und weniger auf meinem Sub. Und ja, ich kann euch diese Reihe definitiv nur empfehlen. Schaut sie euch an. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Probleme mit dem Cover haben, weil diese Cover sehr, sehr schlicht sind und eintönig, aber ich finde es halt gerade gut, weil diese Cover verraten absolut nichts über die Geschichte. Und ja, lasst euch von den Covern nicht abschrecken, falls sie euch nicht gefallen. Die Geschichte, die da dahinter steckt, ist richtig, richtig toll. Ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Und ja, ich würde sagen, ich habe jetzt lang genug geredet und euch vorgeschwärmt, wie toll diese Reihe ist. Ich komme jetzt nochmal ganz kurz zum nicht-spoilerfreien Teil und ich bitte alle, die diese Reihe noch nicht gelesen haben, jetzt einfach abzuschalten. Es sei denn, ihr wollt gespoilert werden, dann bleibt einfach dran. Und ja, ich komme jetzt mal zum nicht-spoilerfreien Teil. Fangen wir beim ersten Teil an. Hier kann ich nur sagen, dass ich den richtig, richtig gefeiert habe. Ich habe das Buch damals sehr, sehr gut gefunden. Jetzt ist er hinter mir. Was tut er heute da?
Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Buch damals sehr gefeiert. Ich habe es sehr geliebt damals und ich liebe es auch jetzt noch. Ich fand Emelina als Protagonistin einfach ganz, ganz toll, weil sie hat ja im ersten Teil schon Gesundheit, eine gewisse Entwicklung durchgemacht und ich finde, das ist super rübergekommen. Und ich muss sagen, dass ich das Ende vom ersten Teil extrem gefeiert habe, wo sie dann Olivia befreit hat und die erstmal die komplette Königsfamilie da so abgemurkst hat, so einfach so, boom, tot. Und ja, ich finde, die Autorin hat es halt auch bei jedem Teil geschafft, am Ende so einen Cliffhanger zu haben, dass du halt auch unbedingt wissen willst, wie es weitergeht. Und dass du dich halt kaum gedulden kannst auf den nächsten Teil. Und das war bei mir auf jeden Fall der Fall. Der Hund lenkt mich gerade ab und ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich erzähle. So, ich wurde gerade vom Hund unterbrochen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt war. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass ich die Enden vom ersten, zweiten und auch dritten Teil richtig toll finde. Ich finde, beim ersten und zweiten Teil hat sie eine super Stelle gefunden, die Autorin die Bücher enden zu lassen. Es waren schon fiese Stellen, wo man auf jeden Fall auch wissen wollte, wie es weitergeht, was ja auch der Sinn daran ist. Aber ich fand es einfach richtig gut. Ich kann mich ehrlicherweise an den ersten Teil nicht mehr so hundertprozentig erinnern. Ich weiß noch, dass ich es extrem krass fand, als Damien dann geköpft wurde und ich so dachte, what the fuck, haben die jetzt nicht gemacht? Und ich denke mir nur so, krasse Scheiße, haben sie gemacht. Und das fand ich einfach richtig gut. Ich hatte von dem Moment an auch immer Angst um Arryn, die komplette Reihe lang. Und habe dann nur so gedacht, oh mein Gott, bitte lass Arryn nicht sterben. Bitte lass Cass nicht sterben. Und ja, ich bin auch mit den Charakteren echt voll mitgegangen. Und ja, wie gesagt, zum ersten Mal kann ich so viel nicht mehr sagen, weil das halt auch echt schon lange her ist, dass ich den jetzt gelesen habe. Aber ich fand ihn ganz, ganz toll, das weiß ich noch. Ich fand, wie gesagt, das erste Kapitel, ich habe das gelesen, wie die Prinzessin von Valus da umwachsen und ich dachte so, cool, das gefällt mir, das finde ich toll. Komme ich mal zum zweiten Teil und auch hier muss ich sagen, dass mein Gedächtnis, was den zweiten Teil betrifft, nicht mehr ganz so gut ist. Ich weiß noch, was sowas im Groben in diesem Buch passiert ist, halt auch mit Cass, dass er den Thron aufgeben wollte für Emelina und sie ihn ja dann weggeschickt hat und am Ende sie sich ja mit ihm wieder verbündet haben. Ich fand den zweiten Teil gut, aber ich finde, der zweite Teil, man merkt es, dass es halt ein Übergangsteil ist. Der Teil ist nicht langweilig oder irgendwas und der zieht sich auch nicht, aber man merkt halt, dass diese Geschichte hier so mittendrin ist und halt kein Ende findet und das ist okay für einen zweiten Teil. Ich kann aber halt deswegen zum zweiten nicht so viel sagen. Also ich finde die Wendungen, die im zweiten Teil passiert sind, auch mit Iria und Arryn, das hat mir sehr gut gefallen. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich fand das Buch einfach toll. Und ich finde es halt toll, dass Emelina sich dann hier ja schon für Cass entschieden hat und versucht hat, so ein bisschen hinterrücks gegen Olivia zu arbeiten. Dann kam der dritte Teil ja jetzt raus und wo ich den gelesen habe, ich habe so die ersten 20 Seiten gebraucht, ich so wieder komplett drinne war in der Geschichte. Aber nachdem ich die dann gelesen hatte, war ich wieder komplett drinne und ich wusste auch wieder, was am Ende so alles passiert war. Und ich dachte mir nur so, okay, jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert. Und ich muss auch sagen, dass die erste Hälfte vom Buch noch recht ruhig ist. Da wird sehr viel geplant und sehr viele Dinge werden besprochen und beobachtet und getan und Intrigen gesponnen und so. Und ja, die erste Hälfte vom Buch ist halt recht ruhig so im Verhältnis zur zweiten Hälfte. Da geht es ja dann schon ganz schön ab. Da passiert dann einiges, dann passiert auch sehr, sehr viel Schlag auf Schlag. Ich finde die Reihe einfach toll. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich muss sagen, dass ich das Ende richtig gut fand, als Iria dann Olivia gekillt hat. Ich dachte mir nur so, Gott sei Dank ist die Psychotante jetzt endlich weg. Für Emelina tat es mir natürlich schon ein bisschen leid, weil sie jetzt so ihren letzten lebenden Verwandten verloren hat. Aber die hätten die ja niemals irgendwie vom Gegenteil überzeugen können. Die war ja so stur und die war so zack, auf ihrer Linie und sie lässt sich da von niemandem reinreden. Die hatten ja gar keine andere Möglichkeit, also die abzumurksen. Also das ist, da blieb ja der Autorin nichts anderes übrig, weil so einen kompletten Sinneswandel am Ende hätte der ja auch keiner abgenommen. Was ich halt ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass sie Jovita verschont haben, wo ich mir halt so dachte, so warum? Ja, du willst nicht wie dein Vater sein und so und einfach morden, aber die Alte hat es ja nun mal verdient zu sterben. Ich meine, wen die alles umgebracht hat. Ja, fand ich irgendwie ein bisschen doof. Also das hat mir mit Jovita am Ende nicht so ganz gefallen. Ansonsten fand ich auch diese Lösung für den Pakt, den die da am Ende geschlossen haben, sehr, sehr gut. Also wie auch Cass und Emelina sich so geeinigt haben, was die Regierung der Länder betrifft. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Und ja, ich
fand den dritten Teil einfach wieder großartig. Und ich finde es einfach toll, wie sich das alles so entwickelt hat. Und ich fand das Ende sehr toll. Ich bin mit dem Ende sehr zufrieden. Und ja, mehr fällt mir auch ehrlich gesagt so spontan nicht ein. Ich habe mich mal wieder null vorbereitet, wie immer. Und ja, deswegen würde ich jetzt auch sagen, ich beende das Video jetzt hier an dieser Stelle. Wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und wie gesagt, Spoilerwarnung bitte geben, dass niemand versehentlich gespoilert wird, weil das möchten wir ja nicht. Und ja, mehr gibt es an dieser Stelle nicht zu sagen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!